So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen jetzt direkt zu dem offiziellen Start von My Summer in Mara. So, dies ist jetzt Part 2 vom Spiel. Das bedeutet, mach das mal ein bisschen leiser. Super. Nee, das ist mir immer noch ein bisschen zu laut. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Vielleicht mache ich das nochmal hier ein bisschen leiser. Auf jeden Fall für die Leute, die gestern Abend mit beim Pre-Release mit dabei gewesen sind, vielen lieben Dank. Ich habe natürlich das Video auf YouTube gestellt. Das bedeutet, ihr werdet es nicht verpassen können oder nicht verpassen. Jetzt geht's hier weiter. Wir sind ja bis zur Stadt gekommen in dem Pre-Release-Stream und ich habe mir einfach gedacht, ich nehme einfach diesen Spielstand und mache ihn weiter. So, wir brauchen natürlich was zu essen. So, die kleine Noah, Now heißt sie, Now. Finde 5 Postkrabben und lies den verloren gegangenen Briefe, rede mit der Einwohner von Quellis und finde heraus, wie du Saimi dazu bringen kannst, die Tür zu öffnen. Okay. Das bedeutet Roman und... Na gut, wo ist mein Zimmerschlüssel? Okay. Will ich einfach mal gucken, was ich hier so machen kann. Ich habe, wie gesagt, mal den Greenscreen wieder ausgepackt und habe einfach mal Lust. Aha. Kind, kauf etwas oder mach dich vom Acker. Was hast du denn so Feines? Batterien? Oh, du hast schöne Sachen. Was kaufst du denn? Harz. Ah. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt brauche ich noch einen Roman. Die Frage ist, wo kriege ich den her? Wo kriege ich den her? Ich muss mich gesünder ernähren. Ich schaffe das. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. So. Zucker, Weizen... Zwiebelsamen, Weizensamen, Sekunde. Ein Weizensamen hole ich mal. Maissamen auch. Das sollte reichen. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay. So, jetzt will ich mal mit den anderen Einwohnern sprechen. Jo. Mal gucken, ob die was zu sagen haben. Sei vorsichtig, kleines Mädchen. Meine Bande ist überall auf der Insel verteilt. Ich bin doch vorsichtig. Ich mach doch nichts. Ich bin doch ganz liebe. Mit diesem Kredit. Okay, okay. Mit denen haben wir schon gesprochen. Müssen wir mal. Gehen wir mal zum Strand. Warum eigentlich nicht? Hey, ihr. Ich verstehe nie, wovon er redet. Aber er ist so gut aussehend. Ich kann das Rauschen des Meeres von hier aus hören. Kann ich mit dem Ball? Nein, ach schade. Ich dachte, ich könnte irgendwie... I hope that one day I remise and remember this game as being one of the best experience of my life. Okay. Wahrscheinlich Leserbriefe. Ich hoffe, eines Tages erinnere ich mich an dieses Spiel und als beste Erfahrung meines Lebens. I grew up loving a few games and I haven't felt that same feeling in a while. Ich bin aufgewachsen und habe ziemlich viele, ja, mit vielen schönen, lieblichen Spielen bin ich aufgewachsen und ich habe mich bei noch keinem so wohl gefühlt. I have big hopes. Ich habe große Erwartungen. Super, die Krabbenpost stellt Nachrichten von überall auf der Welt zu. Manche davon in Sprachen, die niemand in Mara kennt. Okay. Ich verstehe. Ich versuch's zu übersetzen, wenn es halt auf Englisch ist. Von daher.
her bitte ich das ein oder andere zu entschuldigen. Ich bin nicht perfekt in Englisch, was das angeht. Aber kriegen wir schon hin. Ich sollte zum Laden gehen, aber. Aber Punkt, 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 was? So eröffnet man also ein Bankkonto. Hey, hast du gesehen, wie wunderschön der Himmel ist? Der Himmel ist toll. Der Himmel ist wirklich super. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Kann ich auf den Baum klettern? Generell finde ich das Spiel toll. Ups, ich kümmere mich wieder um meine Angelegenheiten und ignoriere die alte Frau, die mich anstarrt. Ich wünschte, mein Enkelkind wäre so clever. Was für ein wäre so clever. Was für ein architektonisches Talent. Okay. Ah, die sieht, dass der kleine eine tolle Sandburg ist, auch eine schöne Sandburg. Ups, ich will da nicht drauf. Nee, ich will die Sandburg nicht kaputt machen. Ausgerechnet heute muss ich meinen Ring verlieren. Na toll. Oh nein, ist ein Ring verloren. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn dir. Das ist ja wohl klar, ne? So, hier gibt es einen Angelplatz. Das nehme ich mal mit. Kann ich hier auch irgendwie weiter? Müll! Eieiei. Ich will die Krabben finden. Ich will die Krabben finden. I've stole myself from the world and I'm waiting for sweet eternity. Ich habe mich selbst aus der Welt so ein bisschen zurückgezogen. Und ich warte. Sweet Eternity. Eternity. Was ist nochmal Eternity? Ach, muss ich da jetzt einen Google-Übersetzer fragen? Oh, komm schon. Den habe ich ja zum Glück auf meinem iPad installiert. Eternity. Ja, das sind so diese relativ einfachen englischen Begriffe, die mich manchmal so ein bisschen aus dem Ganzen raushauen. Muss ich leider gestehen. So ist es aber. Oh, eine Glasflasche. Kann man gut gebrauchen. Ewigkeit. Okay. Eternity bedeutet Ewigkeit. Okay. Oh, hier gibt's noch. Oh, hier gibt's noch so viel zu mitnehmen. Ein schöner Hammer, den wir hier haben. Now, das machst du super. Wirklich. So, was haben wir hier? Ich will eigentlich noch ein paar Krabben finden. Da hinten ist, hier hinten campt jemand. Oh, ich habe so Lust, die Insel zu erkunden. Wen haben wir hier? Ja, aber das ist nicht nett. Einfach so Sachen kaputt machen. Die gehören bestimmt dem hier. Ich komme jeden Tag hier, um die Fische zu füttern. Oh, super. Kann ich die Fische auch füttern? Ich kann nur angeln, ne? Ich habe keine Schnur für meine Angel. Och nein, ich habe keine Schnur. Oh, schade. Häschen! Häschen, Häschen! Hoppelhäschen! Ich muss jetzt aufpassen, dass ich den Timer nicht. Ich denke mal, ich mache es wie bei Dayland. Dass ich die Parts so innerhalb von 20 Minuten mache. Es ist übrigens immer noch Dienstagmorgen. Ich habe geguckt, offiziell ist das Spiel noch nicht bei Steam freigegeben im Laufe des Tages. Ich lasse es euch wissen. Oh, ist das Bomb? Bomb! Bomb! Kennen wir doch aus Dayland. Hi! So, was haben wir hier? Verfolgst du uns jetzt? Noch! Ist aber ein kleines Eichhörnchen. Supi! So, was haben wir hier? Ah, na, das ist. Okay, die sind natürlich scheu, das ist klar. Dass uns Bomb folgt, ist super. Können wir dir was zu essen geben? Ne? Nee, können wir nicht. Schade. Ich hätte Bomb jetzt gerne was zu essen gegeben. Da ist noch eins. Hier geht es ja richtig rund. Na, habe ich dann Uhu gehört. Okay. Was haben wir hier?
Keine Vertreter, keine Störenfriede. Wie unhöflich. Aber, oh, schade. Okay, ich dachte, ich könnte jetzt irgendwie rein. Aber nun gut, wenn er das nicht möchte, dann möchte er das nicht. Das ist ja wohl klar. So, ich finde es gerade ein bisschen komisch, dass sie mir hier zwar angezeigt wird, was ich brauche. Na, finde die 5 Krabben. Ich glaube, die Krabben muss ich finden, dass ich einen Roman zusammenkriege von diesen Briefen. Und dann könnte ich natürlich gucken. Ist das eine Boje da drüben? Ich will die natürlich nicht runterfallen. Einfach aus dem Sinn, weil dann müsste ich ja theoretisch wieder hin und her zurückschwimmen. Das möchte ich natürlich nicht mit der Energie oben links. Wir wollen ja nicht, dass die Kleine absäuft. Jo, na gut, da hinten ist noch irgendwas. Ich glaube, wir müssen die Krabben wirklich alle finden. Auch finde ich super. Ich freue mich total auf das Spiel. Ich habe mich total in Dayland verliebt. Es ist ein schönes Spiel. Ich habe es immer noch installiert, obwohl wir es fertig gespielt haben. Wir haben ja einen kleinen Überblick über dieses Spiel gestern gemacht. Es ist einfach immer noch super, super goldig, super, super sweet. Aber ja, ich habe es jetzt auch zweimal durchgespielt, von daher. Okay, das haben wir schon gelesen. Dann will ich mal zurückrennen. Also schon spät, Noah. Nao heißt sie, ne? Koa, Entschuldigung. Koa. Oh, Würmchen. Supi, Angelköder. Okay, die Menschen hier sind. Sind die noch da? Ich dachte, die hätten auch so einen Tag- und Nachtzyklus. Aber okay. Koa ist erschöpft. Sie muss sich ausruhen, um wieder Kraft zu sammeln. Nein! Ach, schade, ich habe es nicht geschafft. Ja, war jetzt nicht so super. Bonbon. Kinder lieben Süßigkeiten. Süßigkeiten sind auch voll lecker. Aber man muss natürlich auch sagen, ich hätte vielleicht was essen sollen. Man muss aber auch vielleicht anmerken, dass in gewissen Maßen, ne? Ich meine, ich bin ja jetzt auch schon erwachsen, das ist klar. Das ist ja wohl, das sieht man ja hoffentlich. Aber ich habe auf der anderen Seite trotzdem immer noch. Hundi! Och. Ich habe auf der anderen Seite trotzdem immer noch ein gutes Maß. Das bedeutet nur Süßigkeiten. Das macht auch keinen Spaß. Ich weiß, als kleiner Junge denkt man da ein bisschen, oder als kleines Kind generell, denkt man natürlich ein bisschen anders da. Das ist logisch. Aber es macht schon Sinn, wenn halt man als Erwachsener sagt, nicht so viel Süßes. Einfach, weil einem danach schlecht werden kann, wenn man zu viel isst. Und es ist einfach auf Dauer ungesund. Ich hoffe, ich kann eine große Welle sehen, obwohl ich nicht surfen kann. Na, supi. Hallo, ich bin Koa. Vielleicht könntest du mir mit etwas behilflich sein. Ist das der kleine Bram? Der kommt mir so bekannt vor. Hallo, ich bin Bram. Geht's dir gut? Nein, es ist nur... Ich glaube, ich habe es vermasselt. Was hast du vermasselt? Mein Onkel eröffnet demnächst ein Restaurant und dafür brauchen wir Vorräte. Also habe ich auf dem Markt Mais bestellt, aber sie haben mir nur Maissamen gebracht. Es ist ein Desaster. Aus Maissamen werden doch aber Maiskolben. Ich verstehe das Problem nicht. Nun ja, das Problem ist, dass ich keinen Platz habe, um sie anzupflanzen. Wenn du mir die Samen gibst, kann ich dir Mais bringen. Wirklich? Natürlich. Das wäre fantastisch. Mein Onkel Taka ist wirklich nett, aber auch streng. Ich bin mir nicht sicher, wie er reagieren würde. Vielen, vielen Dank. Brr. Nicht zu danken. Brr. Super. Ja, das ist doch super. Komm. Ja, super. Wunderbar. Schön. Finde ich super, wie die das macht. So, oh, Entschuldigung. Sollte eine Welle mein Schloss zerstören, wäre ich sehr wütend. Ja, dann musst du einen Schutzwall bauen, der die Welle aufhält. Yay, Sandkasten. Oh, super. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon. Ich fühle mich so richtig schön. Richtig toll hier. So, Müll. Was kann ich eigentlich aus Müll machen?
Was haben wir denn hier? Wird dazu verwendet, Flüssigkeiten aufzubauen. Das ist okay. Holzkohle. Du solltest vorsichtig mit ihr umgehen. Ja, das wissen wir. Müll aus Mara. Bitte recyceln. Okay. Look, Cannon and Luna Buna. You made it in the game. Miau. Oh, schön. Guck mal, Ganon und Luna Buna. Ihr habt es ins Game geschafft. My perfect kitties love Mommy Blushwolf. Meine perfekten Kätzchen in Liebe Mommy Blushwolf. Schön, supi. Okay, dann haben wir schon drei, soweit ich das erkennen kann. Wir haben eigentlich einige Missionen. Ich esse nochmal was. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Energie. Ist eigentlich an sich nicht schlecht. Jetzt muss ich noch ein paar Krabben finden. Die Frage ist, wo finde ich die Krabben? Meistens natürlich in der Nähe am Strand, das ist klar. Ich hoffe, ich kann den Müll... Ja, ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn ich den Müll recycle. Ich will jetzt hier auch nicht den ganzen Tag durch die Stadt rennen und nichts tun. Auf der anderen Seite, die Noah macht ja nichts. Ne? Die sammelt Aufgaben, die hilft, die gibt den Leuten... Will den Leuten helfen. Ich habe nicht genug Geld. Okay. Na gut, da muss die Noah aber nochmal ran. Was haben wir hier? Kann ich die Blümchen pflücken? Nein, kann ich nicht, aber ich kann hier rüber. Ich brauche einen besseren Hammer. Okay. Hier ist also... warte mal. Ich finde es ein bisschen komisch, dass sie das einfach macht hier. Kann ich hier nicht auch was pflanzen? Das wäre unfair, wenn ich das jetzt abpflanzen würde und es einfach mitnehmen. Aber auf der anderen Seite scheint das nicht zu gehen. Okay. Das ist kein Problem. Wenn das nicht gehen soll, ist das in Ordnung. Hier gibt es noch einen Kohleautomat. Warte mal, ich kann doch bestimmt was verkaufen. Dann kann ich die Cola kaufen und dem einen Herrn geben. Dann ist er bestimmt lieb zu uns. Hier gibt es bestimmt eine Aufgabe, wo wir ein bisschen Zeug recyceln müssen. Das ist ein schöner Park. Ist schön hier. Nein, der Park ist sehr ruhig. Das gefällt mir nicht. Wieso? Ist doch schön. Och Mann, wieso müssen überall immer die Menschen ihren Müll rumliegen lassen? Das ist nicht toll, das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Hier geht's zum Leuchtturm. Da will ich noch nicht lang. Lass mich mal ganz kurz überlegen, wie lange sind wir schon 20 Minuten am Aufnehmen. Ich muss echt aufpassen, dass ich vor allem am Anfang nicht zu lange hier aufnehme. Am Stück, also beziehungsweise pro Part. Auf der anderen Seite kann ich mir den ja immer noch zurechtschneiden. Von daher sollte das eigentlich gehen. Da muss ich nicht immer, dann geht es durch wie am, geht es wie ein Rutsch durch. Warte mal, hier ist eine Krabbe, aber ich glaube, die habe ich schon, ne? Ja. Okay. Ich gehe trotzdem nochmal zum Markt. Wegen krank. Ach so, ja, oh, schade. Die sind ja zu wegen Erkältung. Das ist eine Bank. Geschlossen, nur geöffnet zwischen 9 und 15 Uhr. Ah, ist ja schon wieder Abend, ne? Na gut. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Da geht's zum Strand und zum Angelplatz. Hier sind die Hundis. Ich glaube, der Markt ist hier oben. Warte mal. Wo bin ich jetzt eigentlich? Schade, dass ich nicht angezeigt werde, wo die Koa hier entlang läuft gerade. Dann könnte ich nämlich mich ein bisschen besser orientieren. Saimi, Philly, Caleb, Bram.
Warte mal, ich müsste in der Nähe vom Edegan. Vom Edegan sein. Da will ich zwar runter, aber nicht runterspringen. So, was hast du? Ich habe von den Dingern namens Schall gehört. Ich wünsche, ich hätte einen. Kriegen wir doch bestimmt hin. Was haben wir hier? Okay, ein schönes Grundstück. Aber nichts Besonderes. Handeln. Y. Kartoffeln. Warte mal. Du willst nur Kartoffeln haben. Das macht halt sonst keinen Unterschied. Was willst du denn haben? Auch nicht so viel. Rohkupfer habe ich eine Menge. Aber damit kann ich nicht viel machen. Du willst auch bestimmt irgendwelche Fische haben. Okay. Ich denke, wir müssen jetzt auch mal langsam zurück nach Hause. Dass wir uns mal wieder ein bisschen ausrüsten können. Schade, dass ich hier nicht selbst verkaufen kann. Ich meine, Mara hat bestimmt schöne Sachen. Mein Onkel sollte eigentlich diese Kisten ausladen, aber er ist verschwunden. Oh je, hier gibt es einiges zu tun. Hier hat ihren Zimmerschlüssel vergessen. Der kann sich... ich sterbe, wenn ich nicht sofort eine Marco-Cola trinke. Ich habe nicht genug Geld. Okay. Gut, weißt du was? Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt zurück auf die Insel. Machen mal ein bisschen Inselarbeit. Wir müssen ja ab und zu mal zurück. Und dann... Ist das unser Boot? Ja, ne? So, wir müssen... Ja, wir können, glaube ich, nur hier lang. Der Tank ist noch voll. Das ist schon mal super. Offene See. Super. Fahren wir mal nach Hause. Ich glaube nämlich, da warten einige Sachen auf uns. Vor allem muss ich hier auch, was das angeht, erstmal wieder mich erstmal um die Insel kümmern. Heimatinsel. Ah, super, ich kann einsteigen. Es ist schon spät, wir sollten das weitersegeln. Och nein. Na gut. Okay, ab einem gewissen Zeitpunkt geht sie also so schlafen. Trotzdem will ich an den Kai. Hallo. Super. Oh, ich bin halbwegs ausgeruht. Will ich einfach mal gucken, was wir hier schon so alles abnehmen können. Wie lange sind wir? Ja, 23 Minuten. Das ist okay. Ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Part weiter. Hier sind auch alle Karotten wieder reif. Das ist doch schon mal super. Und dann können wir auch gleich das, den Dünger nehmen. Ah, ich verstehe. Den haben wir jetzt in die Hand genommen. Ich wollte eigentlich... Na gut, ich würde sagen, ich beende den Part und wir sehen uns dann im nächsten Part. Viel Spaß, mach's gut, ciao.